Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Armutwurfe hier aus Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spielen Öde Kluft Global Operations mit dem Leopard 2. Das ist heute schon der zweite Versuch. Der erste Versuch ging leider schief. Aber gut. Naja. Wenn ich wüsste, wie man diese Replays sich angucken kann, dann muss ich mal nachgucken. Vielleicht geht das oder zumindest stand oben in der Ecke Replay anschauen. Da habe ich drauf geklickt, da ist nichts passiert. Sonst hätte ich gerne das Replay hochgeladen, weil hatte ich mal wieder Meisterreputation im Team. Aber es war ein Los. Achso, jetzt habe ich die Insignien gar nicht draufgeschraubt auf den Panzer wieder. Ach, Mist. Egal. Gibt so Tage, da läuft alles schief. So einer ist, glaube ich, heute. Gucken wir mal, was der Leo jetzt noch kann hier. Ich habe im Übrigen jetzt die Erweiterung schon dran, dass ich etwas schneller nachladen kann. Also auch die zweite Erweiterung, da habe ich jetzt mal freie IPs verpulvert für irgendwie, keine Ahnung, 130.000 oder 50.000. Was brauchte ich? Ne, insgesamt waren es knapp 200.000, die ich dafür rausgehauen habe an freien IPs. Aber da muss ich die Panzer jetzt nicht alle fahren, um dieses schneller Nachladen zu kriegen. Das ist in der LRV 300, 600 gewesen, wo man das mitkriegt. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch das frei spielen, wo man das mit dem verbesserten Antrieb hat. Ich glaube, da gibt es auch eine zweite Stufe von. Da habe ich bis jetzt immer noch die erste Stufe drin, damit ich dann auch noch ein bisschen schneller fahre mit dem guten Stück hier. Weil er ist ja nun nicht unbedingt der schnellste. Auf den Füßen. Ah, aber die Genauigkeit von dem Ding ist einfach mal unbeschreiblich gut. Kannst du einfach während der Fahrt einen abdrücken und bam, der ist im Ziel und gut ist. Das ist natürlich schon, also das ist schon mit, ja. Jo, XM macht hier. Mach's den hier. Das ist einfach, das ist schon gut, ne? Also genau ist diese Karre ja doch schon ganz schön. So, da kommt auch mindestens ein Gegner an, der 800er Schellen verteilt. Also das ist schon wieder ein bisschen was Dickeres. Aber gucken wir mal. So. Guck mal, sind wir noch mal drin hier. Oh, was war denn hier noch alles? Endungs A2. Kette runter. Verdammt. Da muss ich umladen. Ich muss hier mal kurz weg. Tschüss. So. Einmal zu weit ausgedreht. Jo, 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 ja, was ist denn das hier? Ich bin ja die ganze Zeit auf die Seite. Zentorio, keine Ahnung. Ah, da ist aber mehr auf die Seite gekriegt. Da kommen ein paar mehr rüber. Gut, drei kriegen wir nicht gehalten, zwei haben wir nicht. Wo sind unsere Panzer? Ich sehe nicht mal welche auf der Minimap. Ach, da ganz vorne sind sie. Keine Ahnung, was es bringt, jetzt den Cap zu belagern, aber. Na gut, sie können irgendwelche. Naja, gut. Explodieren halt auch bloß, ne? Ach, das ist natürlich ungünstig. Also drei werden wir garantiert nicht wieder kriegen, das können wir gleich knicken. Gehen wir lieber auf zwei mit. Na komm, fahr mal los hier. Wir haben eine Falle.
So, haben wir da oben eine Drohne? Naja, gut. Wir haben halt gesichtet. Da muss ich irgendwann an die Erde und kümmern. Echt ein HP, ne? Steht da oben und kann auch Schaden verursachen. Ist ungünstig so. Zack, da haben wir schon eine Seite gekriegt. Ja, ja, ist doch gut. Meine Kette ist da unten. Ja, ich kann doch auch nichts mehr machen hier. Ach, da platze ich wieder. Ja, jetzt muss er seinen Clip nachladen. So. Gut, also ich bin hier erstmal in Eis, würde ich sagen. Komm doch irgendwo ran. Was ist denn das jetzt hier? Jetzt hänge ich hier fest. Was ist denn das für ein Blödsinn gewesen? Was? Hänge ich an dem Zug fest, kam ich nicht mehr vorwärts runter. Also sowas Bescheuertes. Das hat er ja auch noch nicht erlebt. Das war ja mal... Das war ja mal selten dämlich. Dann kommt natürlich wieder spawnen. Hopp. Das ist so ein Blödsinn. Was macht er denn hier? Alter, ernsthaft? T90. Mit dem Panzer auf das Ding schießen rum, ja? Das ist doch, das tust du im Leben nicht, ey. Nein, er holt's runter, ich glaub's ja nicht. Gut, sinnlos hinten rum gestanden, um das Ding runterzuholen, aber... Joj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 
Schön, kannst du haben. Joi. Ich will die Gun ganz verwickst hier. Meine Hunde. Zack, haben noch einen reingegeben. Kommt den Challenger da hinten noch hin im Team? Nein! Oh, hat er genau in dem Moment so gelenkt, dass ich nicht mehr reinkomme in ihm. Muss ich aber ganz genau treffen. Kritischer Modultreffer, so genau wollte ich noch nicht treffen. Ach, wieder zerschmettert. So, 9 wird von uns eingenommen. Okay. Hoppala. Entschuldigung. Oh, also heute gelingt echt nichts. Ja. Ich habe auch schon keine Kette mehr. Lass mich nochmal wegfahren. Ja, danke. So. Den nehmen sie wieder ein. Jesus Maria. So, dann gucken wir mal, ob wir hier hinter dem Häuschen noch ein bisschen rumstehen können. Au, ja, ist ja gut. Einfach nur ein bisschen verteidigen können die ganzen. Aua, also, guck mal, da kannst du reingucken, alles klar. So, dann gucken wir mal hier. Oh, bisschen dreckig aus, na gut. Ja, ist ja nur schon wieder, von da auch noch einer. Er hat ja ein Pech. Ah, können wir also beide Ketten abschießen? Oh. Oh. Eieiei. Ja, muss man ja auch mal ausprobieren, ne? Ob das beide können Ketten abschießen oder nicht. So. Das hat hier Warrior, steht hier rum. Warum steht denn der so rum, so einsam und verlassen? Hat er keine Lust mehr? So, 8 nehmen wir jetzt auch schon ein wieder. Oh, das ist gut. Aber jetzt sind sie bei 9 natürlich dran. Na ja, gut, wir werden jetzt auch auf 9 gehen. Einfach nur, damit wir es verteidigt kriegen. Sehr schön. Sehr schön. Wir haben alle 3 Punkte. Ich bin begeistert. Oh, wird hier bombardiert? Nein. Das macht natürlich auch nicht krachen, ne? Noch einer. Da. Ach du Schande, und ich fahre direkt rein. Denn da Langeweile gehabt? Brandlicher Luftschlag. Immer noch? Ach, was habe ich denn jetzt wieder nicht getroffen? Irgendein Balken, der vor dem Bradley war. Oh, der ist hier geplatzt. Ja, jetzt haben sie aber richtig Alami macht hier mit ihren. Ja, denen eine Fahrt einzugeben ist nicht so einfach. Jetzt war die untere Wanne gerade schön zu sehen hier. Uiu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 i. Los, halt mal nach, du. Ja, von vorne auf die untere Wanne und dann mit, aus der Erhöhung schießen, ist natürlich Quatsch. So, jetzt hat er geschossen. Irgendwie Turmbreite oder irgendwo noch was. Kann man auch nicht lochen. Zack, jetzt hat er mich. Naja, gut. Der Abrams würden ja jetzt wirklich rächen, hoffentlich noch. Respawn, ja. Also der da. Machen wir. Sieg! Waren die Tickets aufgebraucht? Naja, wenigstens kann ich euch so einen Sieg zeigen. Das andere war ja eine Niederlage, das ist okay.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist nicht so ganz mein Tag heute, glaube ich. Macht aber nichts. So, zerstört, ja, Leopard. Naja, 28.000, EPs 30.000. Ja, jetzt habe ich die Insignien halt nicht drauf gehabt, ne? Wir sind Level 4 geworden. Sehr schön. Im Team, ja. Mittel bis prächtig, geht so. Aber wenn man sich das mal anguckt, ne, der hat nur noch mal 10.000 mehr. Der hat 17.000 rausgehauen mit seinem Centurion 120. So, was heißt das, wenn der denn das 10.000 mehr. Wir haben aus 7 28.000 gemacht. Was ist denn ein Faktor drauf? Das ist ja 7, 7, was sei in der Nähe denn? Das müsste 3 sein, ne? 21, 28, das ist 4. So, wenn du nochmal 10.000 oder 40.000 mehr machst, ne? Oh, sehr heftig. Gut, okay. Das war eine Folge Armutwurfe hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen.